Willkommen zu Jörn unterwegs, der persönliche Podcast von und mit Jörn Beckisch. Los geht's! Los geht's! Grüß dich, lieber Hörer. Schön, dass du zur 71. Episode eingeschaltet hast. Ich stehe gerade in der Nähe vom Friedrich-Karl-Kiosk in Köln-Niehl. Hier vor mir ist eine Metallstatue bzw. ein Kunstwerk, wo mir gerade aufgefallen ist, dass das ja Buchstaben sind. Und in V-Form steht da Love and Peace. Ja, das ist so ein Metallkunstwerk, was so zusammengeschweißt ist und diese einzelnen Buchstaben quasi kann man sich so vorstellen wie in 3D und die Vorderseite ist so in Metallic-Lack, so sieht das aus. Diese Episode fällt wieder etwas kürzer aus. Am Samstag war ich mit ein paar netten Leuten spazieren in Leverkusen-Schlebusch und wir waren da im Grünen und es war richtig schön, sage ich gleich noch was zu. Jedenfalls wollten die Leute nicht so gerne ins Mikrofon sprechen und das habe ich respektiert, dann gab es eben keine Aufnahme. Und das Gebiet, wo wir dann spazieren waren, ist auch richtig schön. Wenn man nämlich von Dünnwald nach Leverkusen reinfährt, hat man da die Endhaltestelle Schlebusch und links davon ist so eine Art Naturbiotop. Da leben Pferde und Galloways, man sieht die Spuren von Wildschweinen. In dem Teich sind auch riesengroße Fische. Da habe ich nämlich einen nach Luft schnappen sehen. Und das ganze Gebiet dort ist wirklich sehr schön. Ja, und da sind wir dann einmal drum gewandert. Auf der anderen Seite der Straße gibt es auch ein großes Waldgebiet. Da haben wir dann noch ein Ründchen durchgedreht. Und dann sind wir halt wo noch eingekehrt. Das war also der Samstag. Sonntag war dann ganz entspannt. Da habe ich mir auch einen Spaziergang im Wald gegönnt. Und später am Nachmittag habe ich mich da mit ein paar Leuten getroffen, um mich über ein bestimmtes Thema auszutauschen. Und das war ganz in Ordnung, nur halt ein bisschen laut. So ein Lokal, wo dann halt viele Leute durcheinander reden und so. Das kostet mich immer Kraft und ich mag das viel lieber, irgendwie in einer kleinen Gruppe mich zu treffen mit anderen Leuten. Und dafür sorge ich dann auch. Den Leuten habe ich dann auch das so mitgeteilt, dass wir uns vielleicht beim nächsten Mal dann irgendwo vielleicht im Wald treffen oder einfach eine Runde im Wald spazieren gehen. Wie geht's mir sonst? Soweit gut, würde ich sagen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt Herbst haben und dass die Blätter auf dem Boden liegen und ich so beim Spazierengehen die Blätter durcheinander wirbeln kann. Das gefällt mir. Ja, und die nächsten Tage soll es doch dann wieder was kälter werden und das finde ich richtig klasse, denn so eine Wanderung oder ein Spaziergang oder eine weite Fahrradfahrt, die finde ich immer angenehmer, wenn es dann ein bisschen kühlere Temperaturen sind. Das kühlt halt einfach, ganz pragmatisch. So sieht es aus. Ansonsten gibt es die Tage wieder viel, was ansteht, was organisiert werden muss, was geregelt werden muss. Und mit diesen Sachen habe ich dann auch ordentlich zu tun. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, mal wieder, wovon die nächste Episode dann handeln wird. Jetzt kommt die Eigenwerbung. Sprecher, freier Radiojournalist, Audio- und Musikproduktion. Für dein Unternehmen, deine Organisation oder deinen Verein. Geh auf dasblauestudio.de. Links zu Produkten, mit denen ich unter anderem diesen Podcast produziere, findest du in der Beschreibung dieser Episode. Möchtest du mir zu dieser Episode oder meinem Podcast generell eine Rückmeldung schreiben? Dann kannst du das gerne machen. Schreib an jörnunterwegs@gmx.de. Jörn mit OE. Ich bedanke mich fürs Zuhören und deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du bei der 72. Episode nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Dein Jörn Beckesch.